Scarlet Witch hat eine lange Geschichte in den Comics und mit WandaVision bekommt sie nun endlich ihren Auftritt im Mittelpunkt des Marvel Cinematic Universe. Aber auch wenn sie eher eine Hintergrundfigur war, hat das MCU immer wieder Easter Eggs zu ihrer langen Geschichte in den Marvel Comics eingebaut. Es kann manchmal eine Weile dauern, bis Figuren aus dem Marvel Cinematic Universe die klangvollen Namen ihrer Pendants aus den Comics annehmen. Zum Beispiel wurde Rhodey von Tony Stark in Iron Man 2 nur beiläufig als War Machine bezeichnet und hat diesen Namen erst in Iron Man 3 offiziell angenommen. Wanda Maximoff hingegen wurde in keinem MCU-Film jemals als Scarlet Witch genannt, auch wenn sie den Namen schließlich in einer Folge von WandaVision erhielt. This is Chaos Magic, Wanda. And that makes you the Scarlet Witch. Vor dieser Disney-Plus-Sendung kam das Publikum dem Namen Scarlet Witch für Wanda Maximoff am nächsten, und zwar während einer kleinen Dialogsequenz in Avengers Age of Ultron. In einer Szene, in der Tony Stark versucht, Hulk zu beruhigen, nachdem dieser durch Wanda Maximoffs Superkräfte wütend geworden ist, macht Stark eine frühe Anspielung auf Wandas Namen aus den Comics. That little witch is messing with your mind. You're stronger than her, you're smarter than her, you're Bruce Banner. Wanda hat sich während ihrer späteren Filmauftritte nie als eine Art Hexe bezeichnet. Aber es sieht so aus, als würde sie nach WandaVision ihr eigenes Superhelden-Alter-Ego bekommen. Marvel Studios-Chef Kevin Feige versprach den Zuschauern, dass die Figur in WandaVision endlich zu Scarlet Witch wird. Wanda wurde in das Marvel Cinematic Universe eingeführt, bevor Disney Fox aufkaufte, was zur Folge hatte, dass wesentliche Teile ihrer Hintergrundgeschichte aus den Comics geändert werden mussten. Da Wanda in den Comics sowohl ein Mutant als auch eine feste Größe im Avengers-Team war, hatten beide Unternehmen die Rechte, die Figur auf der Leinwand zu verwenden. Allerdings waren beide Studios darin eingeschränkt, was sie mit Wanda machen konnten. Ebenso wie mit ihrem Bruder Pietro Maximoff, alias Quicksilver. Für die Marvel Studios bedeutete diese Vereinbarung über das gesamte Sorgerecht, dass sie Wanda zwar verwenden durften, sie aber nicht zu einem Mutanten machen konnten. Oder logischerweise zur Tochter von Magneto. So hat Wanda im MCU zwar immer noch einen Zwillingsbruder namens Pietro Maximoff, aber ihre Eltern sind normale Menschen. Ein weiterer Teil ihrer Ursprungsgeschichte, der verändert wurde: die MCU-Version von Wanda stammt aus dem europäischen Land Sokovia und nicht aus ihrem ursprünglichen Herkunftsland im Comic, Transir. Obwohl die Namen der Länder geändert wurden, hat Sokovia dennoch mehr als nur eine flüchtige Ähnlichkeit mit Wandas ursprünglichem Heimatland. Wie Transir ist Sokovia ein fiktives osteuropäisches Land, das von politischen Unruhen heimgesucht wird. Für Comicfans also eine subtile Anspielung auf Wanda Maximoffs ursprüngliche Heimat. Nicht alle Superhelden fangen als Superhelden an. Einige fangen an wie Tony Stark. Arrogante Menschen, die von ihrem eigenen Reichtum so geblendet sind, dass sie nicht sehen, wie ihre Handlungen andere beeinflussen. Andere Superhelden beginnen ihre Reise als reine Superschurken, wie Wanda Maximoff. Sie und ihr Bruder Pietro begannen ihre Zeit im Marvel Cinematic Universe als freiwillige menschliche Versuchskaninchen für die als Hydra bekannte Terrororganisation. Diese Experimente gaben den beiden ihre Superkräfte, woraufhin sie sich schließlich mit dem bösartigen Roboter Ultron als dessen Handlanger mit Superkräften zusammentaten. In ihrer Zeit, in der sie für Ultron gearbeitet haben, haben Wanda und ihr Bruder die Avengers terrorisiert und dazu beigetragen, den Grundstein für den Plan des wahnsinnigen Roboters zur Weltherrschaft zu legen. Das unterscheidet sich zwar von der Ursprungsgeschichte des Duos in den Comics, ist aber kein kompletter Gegensatz. Auch dort begann Wanda als Bösewicht. Dort waren sie und Pietro als Kinder von Magneto entscheidende Figuren in der Bruderschaft der Mutanten und bekämpften regelmäßig die X-Men. Ähnlich wie ihre Filminkarnationen bleiben Wanda und Pietro jedoch nicht lange böse. How could I what? You said we would destroy the Avengers. Make a better world. It will be better. In beiden Medien wenden sie sich schließlich gegen ihre bösen Herren und arbeiten fortan für die Avengers, genauso wie die Comicleser es schon immer erwartet hatten. Die Vorstadt von New Jersey, in der WandaVision spielt, ist ein Geschenk, das nicht aufhört, die Serie zu tragen. Oberflächlich betrachtet erlaubt es der Serie, klassische Sitcoms zu huldigen, von denen viele ebenfalls in Vorstädten spielen. Es funktioniert für die Serie, wurde aber nicht erst für das Fernsehen erfunden. Die Wurzeln des Superhelden-Duos in New Jersey gehen tatsächlich auf eine ausgefallene Geschichte in der Comicreihe The Vision and the Scarlet Witch von 1985 zurück. In dieser Reihe zieht das Paar nach der Heirat in einen Vorort von New Jersey, um ein gemeinsames Leben zu genießen. Leider ist das nicht so einfach. Die Einheimischen sind nicht glücklich mit einer Mensch-Android-Ehe in ihrer Gemeinde. Diese Konfliktquelle bei The Vision and the Scarlet Witch ist alltäglicher als das übernatürliche Treiben, das die Handlung von WandaVision antreibt. Allerdings schafft die Ansiedlung des Paares in Westview ein Bindeglied zu den vorangegangenen Comicreihen von Wanda und Vision, ebenso wie zur Vision-Reihe von 2016, in der sich Vision erneut mit einer Synthezoid-Familie in die Vorstadt zurückzog. Im MCU haben Hawkeye und Wanda Maximoff eine enge Bindung entwickelt, seit sie sich in Avengers Age of Ultron trafen. Ihr erstes großes Treffen war allerdings nicht gerade ein Hinweis auf diese Dynamik, da es dazu führte, dass Wanda, die nach wie vor ein Lakai von Ultron war, versuchte, sich an Hawkeye heranzuschleichen, bis dieser ihr einen elektrischen Pfeil auf die Stirn schoss. Die beiden Superhelden kamen sich jedoch näher, als Wanda zu den Avengers überlief. Dies wurde durch den Höhepunkt von Age of Ultron gefestigt, in dem Hawkeye Wanda eine große Rede darüber hielt, was es bedeutet, ein Avenger zu sein.
Okay, look, the city is flying. We're fighting an army of robots. And I have a bow and arrow. None of this makes sense. Seine Beziehung zu Wanda nahm väterliche Züge an, nachdem ihr Bruder Pietro sich geopfert hatte, um Hawkeye zu retten. Auf einmal hatte sie die einzige Familie verloren, die sie noch auf der Welt hatte. Also sprang Hawkeye ein, um ihr das Gefühl zu geben, dass sie noch irgendwo hingehört. Die beiden hatten auch in den Comics eine enge Bindung, obwohl es dort komplizierter war. Anstatt väterliche Gefühle für Wanda zu haben, sieht Hawkeye sie in den Comics eher als romantisches Interesse. Zumindest bis Vision in ihrem Leben auftaucht. Obwohl ihre Beziehung für die Filme verändert wurde, erinnert die Nähe von Hawkeye und Wanda im MCU an die Comics, die vor den Filmen erschienen sind. Auch wenn mit WandaVision Wanda Maximoff zum ersten Mal im Marvel Cinematic Universe ihre Superkräfte einsetzt, um eine dauerhafte alternative Realität zu erschaffen, ist dies etwas, das sie in den Comics schon geschafft hat. Und zwar mehr als einmal. Ihre Fähigkeiten in dieser Richtung waren der Hauptpunkt der Storyline House of M, die 2005 aus der Feder von Brian Michael Bendis entstand. Hier durchlebt Wanda, ähnlich wie in WandaVision, eine Phase tiefer emotionaler Verzweiflung. Allerdings ist ihr Kummer in House of M das Ergebnis des Verlusts ihrer Kinder, nicht des Verlusts von Vision. Um mit ihrer schweren Trauer fertig zu werden, beschließt Wanda zu entkommen, indem sie ihre eigene alternative Realität erschafft. Diese Entscheidung hat jedoch nicht nur Auswirkungen auf Wanda. Sie stürzt das gesamte Marvel-Universum ins Chaos und schafft eine Welt, die von Mutanten regiert wird. Und zwar unter der eisernen Herrschaft der Familie von Magneto. Nachdem der Rest der Helden im Marvel-Universum erwacht ist, sind sie gezwungen, sich zusammenzuschließen, um Wanda um jeden Preis aufzuhalten und die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Wenn man sich die Hauptinhalte von House of M betrachtet, ist es klar, dass WandaVision sich an diesem Comic-Ereignis orientiert. Einschließlich der Tatsache, dass Wanda sehr reale, emotionale Probleme mit Hilfe ihrer Superkräfte zu bewältigen versucht. Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Comics und der Serie, aber auch die Ähnlichkeiten zwischen den beiden sind kaum zu übersehen. Hier geht es zu einem unserer neuesten Videos. Außerdem gibt es bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsthemen. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen.